pennt nur. Der trägt eine Waffe. Wer ist das? Sigmund Nordisch. Hat denn? Doch, der hat ein Schwert in der Hand. Der hat, glaube ich, nix. Der hat. Sie hat auch ein Schwert. Was ist das denn? Dann nehme ich ihn. Aber der hat doch auch nichts. Okay, ich verzweifle gerade. Okay, nochmal ganz neu. Er hat keine Waffe. Er hat eine Waffe. Bei ihm weiß ich es nicht. Der pennt doch nur. Als ob der eine Waffe hätte. Der hat eine Waffe. Da bin ich mir nicht sicher. Der hat im Prinzip da ein Schwert stecken. Okay, dann hat er nichts. Hat er kein Schwert da stecken. So. Ich glaub, ich hab's gleich. 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 Es scheint hier viele Krieger zu geben. Aber nur manche tragen Waffen. Ja, ich bin zu blöd dafür, glaube ich. Ich habe auch. Also ich meine, es ist doch Perseus. Hat ein Schwert in der Hand. Hat eine Waffe. Der hat auf jeden Fall eine Waffe. Der hat auf jeden Fall eine Waffe. Ja, muss er die Waffe in der Hand haben oder reicht er die auch irgendwie so hier so irgendwie stecken hat irgendwo. Die hat doch auch hier ein Schwert. Der doch auch. Wieso ist das falsch? Wir sehen uns gleich wieder. So, wie es aussieht, habe ich es jetzt. Sinnlos irgendwie in meinen Augen, weil ich meine ganz ehrlich, hat er jetzt hier keine Waffe in der Hand. Aber egal. Habe es nachgeschaut gehabt. Ich verstehe, habe es nicht verstanden. Ich verstehe es immer noch nicht. In den Händen lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Wo vielleicht überhaupt Dinger, wo man die Hände sieht, würde ich sagen. Okay, man sieht bei zu vielen die Hände. Ich mache jetzt aber nicht wieder 10 Minuten rum. Okay, so. Wir schauen nochmal. Was sieht man bei dir, König Ludwig? Nicht die Hände. Bei ihm sieht man die Hände. Sie lehnen sich auf eine große Macht. Dieser komische Stab. Das ist nicht so einfach. Dieser Stab. Ja, sie haben einen Stab in der Hand. Eindeutig haben sie einen Stab in der Hand. Hat der hier auch? Der hat auch einen Stab in der Hand. Ist das Moses? Ja, ist Moses. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Aber das andere, ich hab's nicht verstanden. Ich versteh's immer noch nicht. Wenn mir das einer genau erklären kann, gerne, bitte. Ich verstehe es nicht. So, und das hat uns jetzt bitte was gebracht? Oh wow, das war jetzt krass. Boah, ey, dafür habe ich jetzt irgendwie, was weiß ich, 20 Minuten gebraucht oder so. Gar nicht nervig. Geschmeidig wie eine Katze.
Oh ja, das bin ich. Oh, starten wir die Mission, ne? Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, okay. Bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Er hat mir was gegeben. Die Kutte macht noch... Ach, die Kutte macht noch keinen Mensch. Hier Abteil infiltrieren und Stefano da Bagnone eliminieren. Ja, dann würde ich sagen, ab geht's. Ah, da können wir jetzt komische Rauchbomben machen. Ja, cool. Achso, das hier ist ja schon... Warum? Wie hat schon gesagt, diesen Weg folgen. Ich muss doch... Ach Mann, ich will immer eh zum Aussteigen machen. Absteigen. Aussteigen wäre. Bisschen komisch. Jetzt müssen wir aber mal schauen. Ist das hier der Radius schon? Ja, hier. Da war jemand. Da leuchtet jemand golden. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Es hilft. Ist da jemand? Gottes Wächter! Ich glaube, viele da Schwerter haben. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ich glaube, ich. Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Hallo, du solltest jetzt eine Rauchbombe werfen, bitte. Ja, will ich doch machen, Rauchbombe benutzen. Wie bitte soll die sonst funktionieren? Jetzt springst du hier über die Mauer und wumm, weg bist du. Laju, da ist er, auf ihn. Bam, bam, bam. Das willst du gar nicht wissen, glaube ich. Also, ne, doch. Ja, vielleicht ist er schwul und will es wissen, aber an sich sollte mich wundern, wenn er wissen will, wo mein Loch ist. Ja, würde ich sagen, ab zu den anderen Punkten hier auf der Map. Ja, komm, nicht zu weit rauszoomen. So, zwei im Ort gleich. Wir nehmen erstmal den hier oben. Nein, nix da. Nö, der hier außen muss es sein. Ja, weiter geht's. Lol. One-Hit-Kill. Ich meine, oh mein Gott, wie konnte das nur passieren? Ja, immer schön synchronisieren, ne? Synchronisieren, synchronisieren, synchronisieren. Geil wär's, wenn ich einfach so... Ich weiß nicht, so Felix Baumgartner-Style machen könnte, so 10 Kilometer in die Luft wenigstens mal und dann hätte sich das doch, dann muss ich da nicht jeden Turm einzeln synchronisieren. So, irgendwo hier hinten war gerade so ein Kasten, genau, so eine Kiste mit Geld.
schon bitter, dass ich, glaube ich, noch keinen Cent richtig legal verdient habe, außer durch diese Geschäfte da, die meine Schwester abwickelt. Umrennen! Ach Mann. Oh, da war's schon. Ja. Hier drüben, Ezio. Ja, danke, ich hab dich schon gesehen. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ja, ich nicht so, aber schön, dass du's magst, Ezio. Achso, die sind jetzt schon da. Ja, sehr gut. Ja, ja, deine Mauer steht keine Sekunde mehr. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Ja, klar, komm, töten. Da ist er! Sanato, Lazio, packt ihn! Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ja, irgendwie. Probieren wir es doch mal. Ich hab euch gefordert. Erledigt, Assassine. Hört ihr mich? Erledigt. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Aua. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Aber warum? Er wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, den ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein vernünftiger Mann. Was sagt ihr dazu? Geht jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Reißt ihm alle Glieder aus. Lasst uns die Wände mit seinem Blut bemalen. Behandelt man denn so einen Gast? Was ist das? So, na endlich. Wie, lol, das war der Typ? Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Oh ja, der Glaube sollte Trost bringen. Achso, ich dachte, er gibt ihm jetzt noch eine Chance, das zu sagen. Das Tor ist offen, ja. Wow. Und? Wofür habe ich jetzt diese komischen Typen gebraucht? Ah, ich brauche gleich mal einen Arzt. Steht hier irgendwo ein Pferd rum. Ach, ich heil mich schon mal schnell. Ja, Pferd. Na also. Los geht's. Sieht ja fast aus wie eine Großstadt mit den ganzen Türmen. Wie so eine New York oder so. Los, 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 los. Schneller. Ah, leck mich. Leck mich. Wo ist der Typ hin? Hey, was macht? Tut es nicht. Schneller, verliert ihn! Ich habe ihn! Ob ich den noch krieg? Ob ich den noch krieg? Da ist er! Auf ihn! Noch ein Söldner? Die neueste
Boah, ja genau. Schlag mich einfach im Rennen, weil du so viel schneller rennen kannst als ich. Boah, Junge, lass mich. So, Bekanntheit minus 75 Grad, Grad, Prozent. Geld, 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 Geld. Ich will, leck mich. Noch jemand. Noch jemand. Noch jemand. Nein, gut. Ja, ist es auch ganz schön leicht, Leute zu töten. Tori dei Salvucci. Höp, da war ich jetzt aber nicht schuld. Jetzt heilen, mach mal, ja. Und Apothekenbedarf. Stimmt, ich habe mir den großen Beutel gekauft. Zack. Gift noch voll. Warum auch immer ich das eben nicht benutzt hatte. Ja, ja, wird schon. Vielen Dank. Ich vertraue Ihnen da, Doktor. Moment, das ist nicht der Turm. Wo ist der? Ach, da hinten ist der Turm. Oh, ist mir jetzt zu weit. Ich gehe zur Mission. In unserer Gemeinde aufhält. Ja, 500 Florin. Der hat sie doch nicht mehr alle. 500 Florin. Sein Blutdurst stürzt uns alle ins Elend. Er muss aufgehalten werden. Salve, Ezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt Antonio Maffei. Und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Mhm. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Ah, ja. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Okay. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, machen wir mal. Ein Assassine wurde innerhalb unserer Mauern gesichtet. Ja, wo denn? Und zögert nicht. Er muss gestoppt werden. Ich bin unsichtbar. Lasst mich. Keiner sieht mich. Lalalala, keiner sieht mich. Ich bin unsichtbar. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavallerie. Oh, schöne Frau! Der Suche nach den Freuden des Stadtlebens, Reisende? Ciao, Bello. Warum? Willst du ein paar Herren haben? Gerechtigkeit! Gerechtigkeit in deinem Namen immer. So. Was haben wir denn da? So, lass mich in Ruhe. Muss nur diesen Typen hier töten, habe ich 50% weniger Bekanntheit. Zack. Keiner kennt mich. Du wirst dein Leben verlieren. Aha. Oh, den hätte ich vielleicht töten sollen. Nicht, dass der mich gleich runterschießt. Noch hat
mich keiner gesehen. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Wie will der mich bitte von hier sehen? Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Ja. Blabliblub. LOL, wieso macht er das? Ich habe mich keinen Zentimeter bewegt, ich habe nur geschlagen und er springt darunter, dieser Ficker. Boah, so ein Spast. So ein Spast. Jetzt kann ich wieder... Oh, nee. Leute, wir machen das nächste Mal. Tschüss.